So Leute, zu meiner Befürchtung, guckt mal hin. Was ich jetzt mache, ist das Schnellstmögliche. Ich kann nicht schneller. Okay? Und ich habe im Gedächtnis, dass ich das eben genauso schnell gemacht habe. Und jetzt schaut mal auf den Ausdauerbalken. Ja? Ja? Oh. Okay, ging doch. Würde ich sagen, speichern wir hier direkt mal. Ich habe keine Lust, das nochmal zu tun. Bouchard. Und der Bouchard, ne? Wenn der zu seinem Versteck geht abends. Nach dem Einkaufen. Dann springt da der kann auch. Ich raufklettern. Ja, das sehe ich doch. Sag mal, aus was für einer Art Film haben die eigentlich die Stöhngeräusche? Der Bouchard, wenn der abends. Super, wie schwimme ich? Ah, okay. Das ist so ironisch. Ich bin jetzt nur ein paar Sekunden. Kann ich raufklettern? Oh, total. Wow. Ich bin jetzt nur ein paar Sekunden geschwommen, aber die Schwimmsteuerung wirkt richtig gut. Das kann man mit der. Ach so. Ja, wo war ich? Der Bouchard, wenn der abends aus dem Club kommt. Was schlimm genug ist. Und dann zu sich nach Hause, ne? Der klettert auch immer hier rüber. Tritt dann die Ratte da aus der Kamera. Bam! Irgendwas kann ich hier tun. Am Moment, kann ich den schieben? Ratte! Die Ratte will's nicht anders, ne? Jetzt schieben? Nee. Ah, ich habe dann diesen Tunnel da freigelegt und kann jetzt hier an der Seite vorbei vermutlich. Schön, dass sie dir die Möglichkeit geben, das vorher zu machen. Ja, ich muss ja auch mal die positiven Seiten des Spiels, zum Beispiel Laras Hintern und Laras Tittenphysik, beleuchten. Weil so viele gibt es ja nicht. Tittenphysik. Es hört sich nach einem Schulfach an. Wäre es eins, wäre ich häufiger in der Schule gewesen. Ja, wir können jetzt auf jeden Fall hier wieder durch. Das ist jetzt mal schön designt an der Stelle. Kann ich so behaupten. Steuerung erinnert unter Wasser ein bisschen an Soul Reaver. Mit diesem, wie schnell alles ist. Ich will nicht an Land. Ich will eigentlich nur noch unter Wasser bleiben. Wie sie das heute nicht mehr hinkriegen, ne? So, Vermutlich ist die Unterwassersteuerung total grottig, aber die Überwassersteuerung ist halt einfach so viel schlimmer, dass ich lieber unter Wasser wäre. Das könnte auch sein. Hallo? Was? Ja, ich speichere dann mal. Was genau ist das? Kann ich das Leiden beenden? Nee. Versteht ihr, was das da ist? Vor allem, warum kann ich nicht mit dem Ding reden? Und das alles in der Kanalisation von Paris. Nur damit das nochmal klar ist. Ich sehe da schon was sehr Komisches hinter der Tür. Hier scheint jetzt... Ah, Munitions.
Wenn sie mir schon so viel Munition in die Arme drücken, dann vermute ich das Schlimmste. Mach auf! Was ist denn mit dem Mann da draußen passiert, Bouchard? Mit Arnaud? Wollen Sie darüber mit mir sprechen? Möglich. Einem Freund von mir ist etwas Ähnliches passiert. Das bezweifle ich. Und jetzt raus hier. Sagt Ihnen der Name Eckhart was? Nie gehört von ihm. Okay. Sie haben neulich einem Freund von mir geholfen. Werner von Kreu. Namen bedeuten hier nicht viel. Nicht mal echte. Was wollt ihr hier? Karten und Informationen über den Louvre. Ich erinnere mich. Das war vor 4 Wochen. Er wollte einer Horde japanischer Touristen die Mona Lisa zeigen. Okay, was sage ich jetzt am besten? Weise ich darauf hin, dass die Leute mich für einen Mörder halten? Lassen Sie das, Bouchard. Ich habe gestern einen Freund verloren. Passen Sie auf, was Sie sagen, Madame. Gar nichts werde ich. Ich habe Ihr Unterweltsgehabe satt. Ich brauche Antworten. Vorsicht, Mädchen. Sie machen alles nur noch schlimmer. Was Sie nicht sagen, und? Hetzen Sie jetzt Ihre Schmusekatzen auf mich? Nein, das erledige ich persönlich. Willkommen in Paris. Das ist jetzt so wie mit der Boxwette, ne? Das ist jetzt schon ein bisschen so wie mit der Boxwette. Wisst ihr, die ganzen Leute, die sich heute über Quicktime-Sequenzen aufregen. Was ist denn, wenn man noch nicht mal einen Knopf drücken kann? So automatisch Fail. Super, richtig toll. Was war an der Antwort jetzt falsch? All diese aggressiven Sachen, die sie danach gesagt hat, hat sie doch selbst gesagt. Da habe ich doch überhaupt nichts gedrückt für. Was ist denn mit dem Mann da draußen passiert, Bouchard? Mit Arnaud? Wollen Sie darüber mit mir sprechen? Und wieso? Möglich. Wieso einem Freund von mir ist etwas Ähnliches passiert. Das so, bezweifle ich. Und jetzt raus hier. Sagt Ihnen der Name Eckhart was? Nie gehört von ihm. Okay. Sie haben neulich einem Freund von mir geholfen. Werner von Kreu. Namen bedeuten hier nicht viel. Nicht mal echte. Was wollt ihr hier? Karten und Informationen über den Louvre. Ich erinnere mich. Das war vor 4 Wochen. Er wollte einer Horde japanischer Touristen die Mona Lisa zeigen. Guck mal. Ich sage hier, lassen Sie das, Bouchard. Ich habe gestern einen Freund verloren. Klingt doch jetzt nicht so aggressiv. Und sie macht daraus, ey, du Schweinepriester. Deine Mutter furzt beim Kacken. Das ist... Und dann hier passen sie auf, Bouchard, so richtig drohend. Und sie macht daraus wahrscheinlich, Bouchard, lass uns Freunde sein. Ich habe auch Haare an meinem Busch. Passen Sie auf, Bouchard. Ich habe gestern einen Freund verloren. Jetzt halten Sie mich für die Mörderin. Vorhin kamen die Nachrichten ein Bericht über ein mordendes Monster. Was wissen Sie darüber? Nichts, was Sie interessieren würde. Oh, dieses Monster interessiert mich sogar sehr. Was ist mit meinem Freund, dem Louvre? Ach ja, der Akademiker. Er wollte sich im Louvre irgendwelche Ausgrabungen ansehen. Ich habe ihm einen Kontakt besorgt. Wollen Sie die Adresse? Ich will noch mehr. Eine 9mm, einen Rucksack, Plastiksprengstoff und Betäubungsmittel. Paris ist in letzter Zeit nicht sicher. Für wen? Sie können offensichtlich auf sich selbst aufpassen. Haben Sie die Sachen für mich? Ich nicht. Aber versuchen Sie es bei Daniel Rennes. Er arbeitet draußen bei den Pfandleihern an der Ecke Rue Saint-Marc und Cour la Seine. Was heißt Strohmann? Er ist ein Strohmann, oder? Ja, Rennes ist nicht ganz einfach. Aber er kann Ihnen wirklich alles besorgen, wenn Sie es einigermaßen geschickt anstellen. Was würden Sie vorschlagen? Ein Geschäft. Ich habe etwas für ihn. Pässe. Sie könnten ihm die Dinge in meinem Namen vorbeibringen. Pässe. Pässe. Tschechische Pässe. Keine große Sache. So kommen Sie mit ihm ins Geschäft. Und dann gibt er mir, was ich brauche? Wenn der Preis stimmt.
Die Pässe beweisen, dass ich sie geschickt habe. Was ist mit dem Mann draußen im Krankenzimmer passiert? Hat er auch ein Paket für Sie zugestellt? Der arme Arnaud. Einer meiner besten Männer. Er hat schon 4 Angriffe überlebt. Angriffe? Von wem? Eine interessante Frage. Wir wissen es nicht. Noch nicht. Vielleicht von diesem Pariser Monster. Wir gehen der Sache nach. Sie sollten aufpassen. Eine Automatik würde mir reichen. Sie haben von Croy einige Waffen verkauft. Ich brauche auch welche. Keine Chance. Wir brauchen alle unsere Waffen selbst. Ren ist Ihr Mann. Sind wir im Geschäft? Okay, abgemacht. Bringen Sie Ren das Paket. Und vergewissern Sie sich, dass er es wirklich ist. Warum? Wer sollte er sonst sein? Das würde ich Arnaud auch gerne fragen. Aber der sagt nichts mehr. Passen Sie auf sich auf. Alles klar, mein Freund. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal mit dir rede? Ballerst du mich nochmal über den Haufen? Weißt du, wir haben da nämlich noch was zu bereden. Hallo? In den Arsch treten! Ja, okay, Leute. wir schauen uns nochmal den Arnaud an. Den hat's richtig mitgenommen, würde ich behaupten. Was zur Hölle? Ja, und dann mit diesem Wissen bewegen wir uns mal nach draußen. Denn ich gehe davon aus... Oh nö. Okay. Öffnet das die Tür? Ah, gut. Oh, ich dachte, wir müssten den gesamten Weg jetzt nochmal zurück. Also, das war gar nicht hier. Sind wir hier gerade unter der Kirche? Kann das sein? Diese ganzen Rundbögen und alles. Muss mal kurz... Hier ist das Gitter jetzt offen, oder? Moment mal. Was wird das? Wir haben doch gerade praktisch den Chefausgang gewählt. Wenn der Chef, um rauszukommen, eine Kiste verschieben muss, stimmt hier irgendwas nicht. Was? Also, okay, was macht der Mann, den ihr gerade gesehen habt? Was macht er jedes Mal, wenn er aus diesem Schlupfloch raus will? Erstens, er bestätigt den Hebel in seinem Zimmer. Kein Problem damit, geht ja noch. Zweitens, er schiebt diese Kiste hier hin und klettert hoch zu einem weiteren Hebel. Noch okay. Könnte schlimmer sein. Könnte viel, viel schlimmer sein. Aber jetzt interessiert mich, was dieser weitere Hebel öffnet. Warum brauchte man 2 Hebel? Ich kann gar nicht auf Kisten draufspringen, die ich verschiebe, fällt mir gerade auf. Aber so komme ich dran. Was verschiebt dieser Hebel, der aussieht wie ein... Hebel? Was? Meint ihr das? Was ist? Ganz ruhig, Marco, ganz ruhig. So, immer wenn der Typ rausgeht aus seinem Haus, betätigt er erstmal den Hebel, der direkt neben seiner Tür ist. Direkt neben der Ausgangstür ist ein Hebel. Den betätigt er und dann öffnet sich 2 Kilometer weiter. Eine weitere Tür, die zu einem weiteren Hebel führt. Dort muss er erstmal hochklettern. Dann klettert er da hoch und betätigt diesen Hebel und er öffnet. 2 Kilometer weiter, zurück in seinem Zimmer, die Tür. Wie viele Kabel mussten verlegt werden durch die gesamte Kanalisation von Paris, um das zu ermöglichen?
Und das macht er jeden Tag. Und jetzt kommt mir nicht mit, die machen das aus Sicherheitsgründen. Wir reden von der Ausgangstür, die man von innen öffnet. Wenn hier jemand drin ist, dann ist mit Sicherheit nicht mehr so viel. Ganz ruhig, Marco. Es wird alles gut. Für 70 Jungfrauen. Kriegt doch jeder, der Tomb Raider Angel of Darkness durchgespielt hat, oder? So hieß das doch. Danke für deine Hilfe. Hättest mir auch die Tür zeigen können. Ist doch nicht dein Ernst. Ist doch alles nicht dein Ernst. Dieser Hebel, ne? Direkt neben der Tür. Aber nö, er öffnet. Ja. Selbst. Ja. Aber okay, ich habe richtig gelegen. Es befindet sich unter der Kirche. Hier ist noch so ein Penner. Hey, Sie wetten, dass Sie die Jungs platt machen? Naja, dann machen sich die Jungs lieber selbst platt. Wetten, wenn ich auf den anderen gesetzt hätte, hätte der auch verloren. Es verliert immer der, auf den man setzt. Und man kann nicht Nein sagen. Oder? Nee, von dem Moment, wo ich den Typen angelabert hatte, aus Neugier, konnte ich nicht mehr Nein sagen. Oder? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Kann auch sein, dass ich es vergessen habe, dann Entschuldigung, aber ich glaube, es war wirklich so. Oh, Leute. Claire de Lune, ne? Düm, düm, düm. Das ist die falsche Melodie. Ecke St. Mark und irgendwas. Da müssen wir jetzt hin. Ich schaue mal kurz auf den, auf das Tagebuch. Eckart, Kunde, aufpassen. Rue St. Mark und Cour la Seine. Rue St. Mark, Cour la Seine. Cour la Seine wäre doch vermutlich am Fluss. Obwohl, das sei nicht gesagt. Muss nicht unbedingt so sein. Aber ich würde es vermuten. Dann wiederum Rue Jardin, Gartenstraße. Nee, da möchte ich nicht hin. Rue Jardin, ja, das ist ja die hier. Ich suche entweder Saint-Marc Cour la Seine. Eins von beidem. Mir vollkommen egal was. Dominique kennen wir. Leider. Place Dakar ist hier. Da, Saint-Marc. Wir haben Saint-Marc. Wir suchen jetzt nur noch Dingsbums La Seine, Cour la Seine. Und das ist. Ich denke mal, die Markstraße hier geht hier runter weiter. Dann wäre das da unten bei Francine. Francine. Also. Hallo, wie geht's? Wir haben da eine Karte. Ich könnte ja mal gucken, ob... Also stimmt, ja, die zeichnen ja keine Straßennamen ein auf den Karten in Paris. Sondern nur Garagen und so Sachen. So Wichtiges halt. Cour la Seine. Das ist es. Okay, und was es da drin gibt, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Tomb Raider Angel of Darkness. Bis dahin, ciao.